Ja, liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zur Folge 14 von Through the Darkest of Times im zweiten Kapitel, das sich ja schon so ein bisschen am Ende neigen muss, meiner Meinung nach. Denn, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Olympische Sommerspiele von 36 haben begonnen am 1. August bis zum 16. August. Also gut zweieinhalb Wochen noch hin. Ich habe mich jetzt nochmal genau überall an das hier angeguckt, wo ich den dritten Sprengstoff herkriegen kann, um unsere Bombe zu bauen. Find sie nicht. Ich finde sie nicht. Die Möglichkeit. Was ich jetzt tun kann, ist weiter Unterstützer gewinnen. Denke ich mal. Um dann zuzuschlagen, sobald sich diese Möglichkeit eben uns bietet. Jan werde ich nicht einsetzen. Gut überlegt. Nein. Also, mehr Unterstützer gewinnen ist angesagt. Und zwar in größerem Maße. Ja, doch, hier vielleicht mal über die Geschäftsleute gehen. Weil wir sind jetzt ein kompletter Arbeiterverein hier geworden. Jan ist halt da überall prädestiniert, aber ich will Jan nicht schon wieder. Ich wollte mal, dachte ich mal, ein Kapitel spielen, ohne dass Jan ins Gefängnis geht. Deshalb setzen wir ihn mal nicht ein. Das ist alles schlecht für unsere... für unsere Arbeiter. Ich mache jetzt so einen Versuch hier auf die zufällige Ausrüstung zu gehen, aber ich habe so das Gefühl, es bringt immer Informationen. Insofern ein wenig quatschig. Ein Versuch noch. Weiter gehen wir auch auf die... gar nicht so gut. Ja. Warum ist die denn nicht so stark? Ach, er hat einen Wahnsinns-Propaganda-Wert natürlich. Mann, das ist eine ganz klassische Nummer quasi draus. Wie so oft zuletzt. Aber wir sind auf jeden Fall reich. Also, für unsere Verhältnisse. Über 250 Mark. Wir schwimmen auch... Ach, hier gibt es Farbe. Jetzt haben wir... fünf Farbeimer. Das Logo übrigens, der von Paint Bucket Games, den Machern. Dieses farbhaften Spiels. Konrad, versteck, zieh's durch. Komm, zieh's mal durch. Ein paar Unterstützer. Ich würde gerne die 70er-Marke brechen. Vielleicht gibt es uns neue Möglichkeiten auf der Karte. Und 19 Mark. Also an Geld wird es nicht scheitern. Ich habe das Gefühl, ich kann das, was ich gerade gewinne, einfach überhaupt nicht einsetzen. Der Olympische Weltsender nimmt Arbeit auf. Das derzeit größte Radioübertragungssystem, das für die Übertragung der Olympischen Spiele gebaut wurde, ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von 30 Sendern. Große Deutschlandausstellung eröffnet. In Berlin eröffnet die große Deutschlandausstellung, die den Gästen aus dem Ausland die Leistungen des Reichs zeigen soll. Spanien, Aufstand des Militärs. Das Militär versucht zusammen mit den rechtsextremen Franco-Milizen die Regierung der Republik zu stürzen. Der Bürgerkrieg beginnt. Konrad Hansen bittet uns um Rat. Mein Sohn ist erst 12 und Mitglied der Hitlerjugend. Es passt mir natürlich überhaupt nicht, dass er bei dieser furchtbaren Gruppe mitmacht. Aber wahrscheinlich kannst du ihn nicht herausziehen, ohne Verdacht zu erregen. Was hält er denn davon? Aber sagen wir erst das. Genau, davor habe ich auch Angst, sagt er. Das Schlimme ist, es gefällt ihm dort. Er ist unter Freunden, sie üben ununterbrochen zusammen ein Marschlied für die Olympischen Spiele. Er schüttelt den Kopf. Was soll ich machen? Soll ich ihn rausziehen? Nee, zieh nicht die Aufmerksamkeit der Gestapo auf dich. Und es ist irgendwie verständlich, dass der Sohn sich da irgendwie gut aufgenommen fühlt, ne? Gruppendynamik und so weiter. Er ist immer noch dein Sohn, du kannst ihn... immer noch deinen eigenen Wert vermitteln, gibt der Gestapo keinen Grund, an deine Tür zu klopfen. Ich check übrigens jetzt, ja Leute, in Folge 14, dass diese Anzeigen hier, okay, es steht sogar dran, wahrscheinlich dann auch signalisiert, dass das Kapitel noch 4 Wochen lang geht, richtig? Aber warum kann ich das denn nicht abschließen? Das check ich einfach nicht. Das kann doch nicht sein.
Ich bin wirklich gerade auf alle Sachen durchgegangen. Ich kann nirgends den Sprengstoff auftreiben. Jetzt kann ich aber auch in 4 Wochen nicht mehr, glaube ich, komplett umschiften. 3 SA-Uniformen. Also jetzt ist ja auch nicht... Ist ja kein Muss, so eine große Aktion durchzuführen. Aber selbst wenn das jetzt irgendwo aufploppt, ich muss ja dann auch eine Runde noch die Bombe bauen und sie dann einsetzen. Es irritiert mich gerade alles sehr. Irgendwie scheint mir dieses Kapitel auch seltsam einfach bis hierhin. Ha. Ich bin verwirrt. Sehr. Wir bauen mal ein bisschen vor, falls wir doch gleich noch Möglichkeiten haben, irgendwie was Größeres durchzuziehen. Macht Sinn irgendwo. Wir haben jetzt halt Farbe, wir haben Informationen, wir haben 13 Informationen. Die Informationen kann ich aber eigentlich auch nicht so richtig einsetzen, weil die müsste man hier in solchen Aktionen benutzen. Ist doch alles quatschig gerade, was hier passiert. Irgendwas mache ich gerade falsch. Und es wurmt mich, dass ich nicht überhaupt nicht checke, was. Ja, zieh's durch. Ich brauche 3 Mal Sprengstoff und ich finde den 3. partout nicht. Das kann doch nicht sein. Es kann doch aber auch nicht sein, dass ich da über diese Schwarzmarktaktion gehen muss und so random ist. Ich bin... Das ist gerade unbefriedigend. Und das Schlimmste ist, ihr guckt mir dabei zu und ihr habt wahrscheinlich gecheckt, was ich falsch mache. Zumindest befürchte ich es. Deutschland bietet Hilfe für Franco-Putschisten. Die Regierung des Deutschen Reichs verspricht dem Vertreter des Generalstreffs Franco militärische und logistische Hilfe. Spanien, Regierung der Republik, tritt zurück unter dem Druck der Putschisten und mit der Führung von General Franco tritt die Regierung der Republik zurück. Moskau ruft das spanische Volk auf, sich zu bewaffnen, Arbeiter, Bauern und Bürger zu den Waffen und sich gegen die Faschisten zu verteidigen. Konrad hält seinen Kopf in den Händen. Geht es um deinen Sohn in der Hitlerjugend? Ja, um ihn geht's. Er seufzt. Es ist schrecklich. Sie proben Lieder für die Olympischen Spiele und er übt sie andauernd zu Hause. Diese Hitler-Hymnen. Es kommt mir so vor, als hätten sie ihn mir gestohlen. Er ist immer noch dein Sohn. Gib die Hoffnung nicht auf. Es bleibt dir noch Zeit, ihn zurückzugewinnen. Nee, er ist schon immer noch dein Sohn. Also, du hast ihn noch nicht verloren, Konrad. Er ist immer noch dein Sohn. Es ist gerade seltsam. Wir schwimmen so vor uns hin, ne? Noch 3 Wochen. Es passiert gerade nicht so richtig, was keine großen Spannungsbögen. Ich riskiere es jetzt hier mal mit dem britischen Geheimnis. Jetzt müssen wir hier mal was tun. Ich will, dass was passiert. Frage, wenn ich jetzt... So bin ich halt miserabel vorbereitet. So vielleicht. Ich glaube, dass ich auch einen Jan... Ja, wo hätte er auch nur 3, ne? Ah. Ich krieg die Vorbereitung nicht hin, wenn ich keine 3 Leute einsetze. Die haben die besten Geheimhaltungswerte kombiniert. Ja, genau, die 3. Wir machen's. Kriege ich kritische Informationen, die ich zwar eigentlich nicht brauche, aber bitte. Haben wir mal was für die Geschichte getan, also. Alternativen sind halt hier, ne? Da brauchst du die kritischen Informationen und die SA-Uniform. Und hier brauchst du einfach nur Informationen. Nee, Reisepässe und SA-Uniform. Aber dafür ist das echt zu spät. Sonst können wir halt nochmal hier auch mit dem Industriegebiet irgendwas wagen. Ich gehe jetzt voll Risiko. Oh, furchtsam ist der... Der Konrad ist furchtsam. So ein bisschen riskant, ne? Ja, ja. Also dann geht ihr doch einfach mal Papier kaufen. Dann mache ich jetzt nämlich was mit den ganzen... mit den Farbeimern hier mal. Können wir jetzt noch in die Uni oder sowas machen und da ein paar Parolen an die Wände schmieren. Oh, das könnten wir direkt machen. Aber auch hier nicht das beste Team für so eine Nummer.
Aber hier zum Beispiel, Flugblätter verteilen. Müsste ich Flugblätter schreiben? Muss ich Papier verkaufen? Ich will gerne das Papier kaufen. Dafür ist Konrad doch... Huch. Eigentlich prädestiniert, wollte ich sagen. Ach, Allgemeinwissen. Da habe ich gar keine guten Werte für. Ich habe so alles so Propagandisten hier. Da wäre er Jan. Auch okay, dann bleiben wir bei den Klassikern. Ich raffe gerade einfach nur Geld und Unterstütze an mich. Und beobachte, wie die Lage sich so entwickelt, weil ich nicht weiß... Ich werde jetzt nicht mal die ganz große Mission quasi umschiften, aber ich kann scheinbar auch die nicht beenden. Das kann doch nicht sein. Die können doch nicht die dritte Möglichkeit vergessen haben, einzubauen. Das ist sehr... Tatsächlich, ja, es ist irgendwie ganz cool, aber es wird langsam jetzt gerade auch ein bisschen repetitiv, wenn man jetzt gerade auch nur darauf wartet, dass quasi was passiert, was Großes. War erfolgreich mit den Briten. Ulrich Grobe bringt die Information zu einem Offizier des britischen Geheimdienstes. Er konnte die Information erfolgreich an den Agenten übergeben. Jetzt haben wir so kritische Informationen, aber vielleicht ergibt sich da was Neues draus. 2. August 36, die Olympischen Spiele haben angefangen. Und es lädt. Vor dem Bahnhof Berlin, Zoologischer Garten, weht eine leichte Brise und lässt die Fahnen aus aller Welt flattern. Ich halte ein Schild mit der Aufschrift Thomas Fox hoch und warte auf meinen Gast. Mein Gast kommt nicht. Soll ich etwa gehen? Ein bisschen können wir noch warten. Ich will schon endgültig aufgeben. Da kommt ein Mann auf mich zu, in Begleitung von zwei jungen Frauen in den weißen Uniformen des Olympischen Ehrendienstes. Ich erkenne ihn wieder. Es ist der Journalist aus der Hindenburg. Er schüttelt meine Hand und lächelt. Hallo, ich bin Thomas Fox. Wir sind uns in der Lounge der Hindenburg begegnet. Erinnern Sie sich? Natürlich, sagt er und wendet sich an die Jungen. Thank you, vielen Dank. Er gibt jeden von ihnen eine Mark. Sie bedanken sich in passablem Englisch und gehen. Dachte, ihr war gerade noch von Frauen die Rede, aber mutmaßlich habe ich mich geirrt. Wie war denn die Reise? Großartig, danke. Die deutschen Züge sind viel besser geworden. Immer noch nicht so gut wie unsere amerikanischen, aber fast. Wir machen einen Zwischenstopp in Toms Hotel, um sein Gepäck abzugeben. Dann fahren wir direkt zum Olympiastadion. Ein beeindruckender Anblick. Das Olympiastadion ist ein Meer von Hakenkreuzfahnen. Tausende von Menschen stehen Schlange an den vielen Eingängen, die ins Stadion führen. Lautsprecher, die unter jedem Baum aufgestellt sind, spielen flott Musik und erteilen Anweisungen. Die olympischen Ringe hängen zwischen den zwei Türmen, einer mit einem Hakenkreuz, der andere mit einer Uhr. Beeindruckend, sagt Tom. Ja, beeindruckend ist es, wir müssen ihm wohl zustimmen. Falk hat uns Karten für bevorzugte Gäste besorgt, mit denen wir am Eingang vorgelassen werden. Drin angekommen, stellen wir fest, dass wir Plätze direkt neben der Ehrentribüne haben. Uiuiuiui. Wir setzen uns und das Spektakel beginnt. Hitler und sein Gefolge schreiten über das Feld. Ein kleines Mädchen in weiß gekleidet hebt ihren blassen Arm zum Hitlergruß und überreicht ihm Blumen. Die Menge jubelt, begeistert. Was halten Sie davon, Mr. Fox? Benimmt sich so ein normaler... Was halten Sie davon, Mr. Fox? Benehmen sich Ihre Präsidenten auch so, frage ich. Naja, sagt er. Die Art zu grüßen ist in den USA nicht so festgelegt wie hier. Aber im Allgemeinen, ich denke, jeder Politiker auf der ganzen Welt wird gerne mit kleinen Kindern gesehen. Das lässt sie menschlich erscheinen. Er wird wie ein religiöser Guru gefeiert. Das ist doch nicht normal. Fällt Ihnen das nicht auf, sage ich? Sie haben wahrscheinlich recht, so Fox. Aber manchmal benimmt er sich wie jeder andere Politiker, auch Hitler, nimmt das Mädchen an die Hand und führt es vom Feld, bevor er die Ehrentribüne betritt. Bombastische Musik erschallt und schlägt die Menschen in ihren Bann. Eine lange Rede. Ich kann nur hoffen, er fasst sich kurz. Völlig unerwartet hält Hitler die kürzeste Rede,
die ich je von ihm gehört habe. Er erklärte die Olympischen Spiele für eröffnet. Ende der Rede. Das olympische Feuer wird entzündet, Tauben fliegen, bombastische Musik spielt und sogar die Hindenburg schwebt auf einmal über dem Publikum. Was für ein Schauspiel. Egal, was man von ihrer Ideologie hält, das hier ist beeindruckend. Die Nazis wissen, wie man Menschen begeistert. Findet ihr ihn deshalb so toll, weil ihr Deutschen es liebt, beeindruckt zu werden und der Herr Hitler das besonders gut kann? So wie Richard Wagner? Fragt Fox. Ich glaube nicht, dass wir leichter zu beeindrucken sind als die Amerikaner. Stimmt schon, Nick Fox, aber die Amtseinführung der Präsidenten oder die Weltausstellungen wirken im Vergleich zu diesem Schauspiel wie ein zweitklassiger Karneval. Ich denke, dieser kleine Mann mit seinem lächerlichen Schnurrbart hat jetzt die ganze Welt beeindruckt. Mittlerweile ziehen die Nationalmannschaften vorbei, grüßen Hitler und winken ins Publikum. Einige Sportler und Sportlerinnen heben ihren rechten Arm. Was ich total faszinierend finde, natürlich so retrospektiv, dass natürlich viele ausländische Delegationen den Hitlergruß gezeigt haben. Was fast schon irgendwie Sinn macht in diesem Kontext, so als quasi Ehrerbietung an den Gastgeber. Rückblickend natürlich, boah. Ja, scheint der Fall zu sein. Dort, jetzt macht sogar die französische Nationalmannschaft den Hitlergruß. Genau daran habe ich gerade gedacht. Ich glaube, das nennen sie den olympischen Gruß, erklärt Tom. Er sieht irritierend ähnlich aus, aber welcher Gruß auch immer, die Welt begrüßt jetzt Hitler. Aber man kann den Leuten das übel nehmen, ne? Das hier ist so beeindruckend, dass ich allmählich verstehe, warum alle applaudieren. Haben sie nichts von der Judenverfolgung gehört? Nichts von den Konzentrationslagern? Also ist allen die Wahrheit egal, solange die Show imponiert. Haben sie nichts von der Verfolgung der Juden gehört? Um ihnen die Wahrheit zu sagen, sagt Tom, es gibt in den Vereinigten Staaten nicht wenige Menschen, die sich eine amerikanische Version von Hitler wünschen. Wir haben auch Antisemiten. Die meisten, die sich als Demokraten oder zumindest als liberal orientierte Republikaner ausgeben, haben größere Angst vor dem Kommunismus und den Sowjets als vor Hitler. Nun, wir müssen ihre Meinung ändern. Die Sache ist die, sagt er. Es gibt diese Gerüchte, klar, aber ich habe noch nie ein Konzentrationslager gesehen. Meine Leser auch nicht. Ich habe nicht gesehen, wie ein Jude misshandelt wurde und meine Leser auch nicht. Bringen Sie mir Beweise und vielleicht könnte ich dann meine Leser überzeugen. Welche Beweise brauchen Sie? Bilder. Oder besser, Filmmaterial. Bringen Sie mir etwas und ich werde dafür sorgen, dass es in Amerika veröffentlicht wird. Filmmaterial. Ich werde mich bemühen. Wir bleiben noch 2 Stunden und beobachten die vorbeiziehenden Athleten, die dem Reichskanzler ihren Tribut zollen. Dann ist die Veranstaltung zu Ende. Also, was steht als nächstes auf der Tagesordnung, fragt Tom. Was hat Falk für mich geplant? Wir überraschen ihn. Was wird Ihnen gefallen? Oh, Sie machen mich neugierig, Herr Grobe. Schnell, bevor sich alle anderen aus dem Stadion drängen. Wohin geht's? Wir fahren mit dem Taxi nach Charlottenburg. Zu einem von Falk empfohlenen Lokal am Kudamm. Beeindruckend, sagt Tom, als wir ankommen. Es sieht hier genauso aus wie damals im alten Berlin. In Berlin, das ich von 1929 kenne. Aber ich hätte gehört, dass es angeblich kein Nachtleben mehr geben soll. Das haben wir wohl für die Touristen inszeniert. Fast alle Lokale wie dieses haben die Nazis vor 2 Jahren geschlossen. Wir gehen in den Papagei scheinbar. Es scheint, als hätten sie sie wiedereröffnet. Hier sieht es genauso aus wie früher, sagt Tom, als wir eintreten. Das Tanzlokal sieht wirklich so aus wie in alten Zeiten. Die extravaganten Haarschnitte, die eleganten Smokings, die glitzernden Abendkleider. Man tanzt und plaudert. Wir nehmen an der Bar Platz, um die Tanzfläche sehen zu können. Auf einmal hören wir Jazz? Sie spielen Jazz? Ich kenne diesen Song, sagt Tom. Den spielen sie in jeder Bar in New York zurzeit. Das darf doch nicht wahr sein. Seit 3 Jahren verbieten den Nationalsozialisten jegliche Art von Jazzmusik in der Öffentlichkeit. Sie sei angeblich undeutsch und entartet. Aber siehe da, ein berühmtes Lokal am Kudamm spielt wieder amerikanischen Jazz. Ich weiß nicht, was hier los ist. Die haben diese Musik doch eigentlich verboten. Wenn ich das hier sehe, sagt Tom, und macht eine ausladende Handbewegung, dann fürchte ich, dass die meisten amerikanischen Besucher nach ihrem Berlin-Urlaub ihren Nachbarn berichten werden, dass es Deutschland gut geht. Dass es ein Land wie jedes andere ist. Und all diese Geschichten über
tägliche Grausamkeiten und Massenunterdrückung übertrieben sind. Das darf nicht geschehen. Ich verstehe, sagt Tom. Aber ich befürchte, die Inszenierung ist zu gut. Keiner wird ihn glauben. Nur eins könnte die Amerikaner gegen das Nazi-Regime aufbringen. Was wäre das? Was würde die USA dazu bringen, sich gegen Hitler zu wenden? Krieg. Das Einzige, was dem Durchschnittsamerikaner mehr Angst einflößt als der Kommunismus, ist ein neuer Krieg. Der letzte hat unsere Wirtschaft fast vollständig zerstört. Die meisten Menschen sind immer noch davon überzeugt, dass der große Krieg die Weltwirtschaftskrise eingeleitet hat. Finden Sie Beweise, dass Hitler einen Krieg plant, der auch die USA betrifft. Dann könnten Sie die Amerikaner auf Ihre Seite bringen. Das wird schwierig, das zu beweisen. Es wird schwierig sein, aber ich werde Beweise liefern, sage ich. Gut, lassen Sie mich wissen, wenn Sie welche haben, sagt Tom. Der Abend ist zu Ende, ich fahre zurück in meine Wohnung und lasse den Tag Revue passieren. Zu Hause angekommen, komme ich ins Grübeln. Wird die Herrschaft Hitlers weniger schlimm als erwartet? Ich finde, so in dieser Zeit kann man das durchaus denken. Sind unsere Annahmen falsch? Wird die Herrschaft Hitlers weniger folgenschwer sein als erwartet? Was bedeutet das für den Widerstand und die Zukunft der Gruppe? Fragen. Viele Fragen. Die Olympischen Spiele in Berlin eröffnet. Der Führer und Reichskanzler des Deutschen Reichs, Adolf Hitler, öffnet die Olympischen Sommerspiele 36 im Olympiastadion Berlin. Italien unterstützt General Franco. Italien schickt Flugzeuge und Munition an die Franco-Putschisten in Spanien. England und Frankreich schicken Kriegsschiffe nach Spanien, um die eigene Bevölkerung vor den Aufständen zu schützen. Und auch die Deutschen, wie wir wissen, werden ihre Legion Condor entsenden, um ihre neue Luftwaffe zu erproben. Etwas an den Nazis und Rassisten bleibt mir schleierhaft, sagt Marion Janschewitz während unseres Treffens. Wie kann ihr Hass so selektiv sein? Was meinst du damit? Leute standen Schlange, um ein Autogramm von einem der amerikanischen Athleten zu ergattern. Aber der war schwarz. Einige in der Schlange haben eine Armbinde mit Haaren kurz getragen. Sehen die nicht den Widerspruch? Ihre ganze Weltanschauung beruht nicht auf der Realität. Es überrascht mich nicht, dass der Hass der Nazis irrational sein soll, sage ich. Und das ist natürlich ein guter Punkt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war letztlich Jesse Owens der Star der Spiele oder einer der Stars der Spiele auch für die Deutschen. Beenden die Szene. Speichern das Spiel. Beenden diese Folge. Ich glaube, es waren jetzt noch 2 oder 3 Wochen. Das heißt, nächste Episode wird das Ende von Kapitel 2 sein. Egal, ob wir jetzt diesen verfluchten Glockenturm noch gesprengt kriegen oder nicht. Aber wir werden erleben, was als nächstes geschieht. Und gerade weil es so eine etwas unangetastete Zeit ist, auch zumindest für mich, was jetzt mein Wissen über das Dritte Reich angeht, bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da gleich an Geschichte noch erwartet. Das dürft ihr nicht verpassen. Auf keinen Fall. Macht's gut. Bis dahin.